Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Konstantin Schreiber. Guten Abend Ihnen allen an diesem Donnerstag, an dem sich die Europäische Union größer gemacht hat, als sie wirklich ist. Einen schönen guten Abend auch von mir. Als der französische Präsident Macron im Mai seine Idee eines neuen politischen Gremiums vorstellte, wurde er noch belächelt. Aber heute nahm seine Idee Gestalt an. Und zwar in Form der Europäischen Politischen Gemeinschaft, wie sie genannt wird. Denn in Prag kamen heute nicht nur die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, sondern die von insgesamt 44 Ländern zusammen. Das Ziel, die EU soll mit ihren Nachbarn zusammenrücken und in Zeiten der Unsicherheit und fehlender Stabilität Kraft geben. Sich enger zu vernetzen in Europa ist auch eine Ansage an Russlands Kriegspolitik. Neben den 27 Stammländern der EU waren unter anderem auch die Balkanstaaten dabei, außerdem Ex-EU-Mitglied Großbritannien, die Türkei und ehemalige Sowjetrepubliken wie die Ukraine. Doch schon vor Beginn des Treffens zeigte sich, wie schwierig es werden würde, eine gemeinsame Linie zu finden. Vor allem beim großen Thema Energiepolitik. Danko Handrik. Fürs Holzmachen hat Lubomir Galik viel Zeit. Viel zu viel, wie er sagt. Seine Gießerei in der Nordslowakei in Orava musste schließen. 400 Menschen wurden so wie Galik entlassen, weil der Betrieb die hohen Energiepreise nicht bezahlen konnte. 400 entlassene Menschen sind ein großer Schock für die ganze Region. Hier einen Job zu bekommen, von dem man auch leben kann, ist sehr schwierig. Die Produktion habe sich einfach nicht mehr rentiert, so sein früherer Chef Wladimir Klotschok. Er müsste jetzt das Zehnfache für Energie zahlen. Ohne Unterstützung vom Staat unmöglich. Neidisch schaut er auf seine Konkurrenten, vor allem im Westen. Spanien, Frankreich, Deutschland. Alle wollen ihre Industrie unterstützen. Nur bei uns ist noch keine Hilfe unterwegs. Aber gleichzeitig konkurrieren wir auf einem Markt. Das heißt doch, es gibt keine gleichen Bedingungen und wir können nicht konkurrenzfähig sein gegenüber jemandem, der so eine Förderung bekommt. Diese Probleme seiner Landsleute will der slowakische Premier Eduard Heger auch hier in Prag ansprechen, um europäische Solidarität werben. Der deutsche Bundeskanzler verteidigt vor Gipfelbeginn den deutschen Weg aus der Krise, den Doppelwumms. Wir haben jetzt die Bereitschaft, 200 Milliarden Euro einzusetzen in 22, 23 und 24, eine gute, umfassende Entlastung vieler Bürgerinnen und Bürger und vieler Unternehmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen hinkriegen. Aber wir wissen ja, viele andere machen sowas Ähnliches jetzt und in den nächsten Jahren. Premier Heger plant nichts Ähnliches. Sein Land könne es sich auch nicht leisten. Die Slowakei hofft, vertraut auf ein gemeinsames Vorgehen der EU. Was wir in Europa aufgebaut haben, das beruht auf unserer Geschlossenheit und Solidarität, auf Lösungen, die Unterschiede zwischen den Ländern nicht noch vertieft haben. Beim heutigen ersten Treffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft sollte das gerade nicht passieren. Auch wenn es unter den Ländern, die hier heute zusammenkamen, eine Vielzahl von Konflikten und Unstimmigkeiten gibt, statt Dissens demonstrative Einigkeit von mehr als 40 Staats- und Regierungschefs. Von einer geschlossenen Front gegen Putin wird in Prag gesprochen. Zunächst geht es darum, dass unser Europa ein Signal der Einigkeit sendet. Und dann geht es darum, egal ob EU-Mitgliedsland oder nicht, dass eine gemeinsame Strategie ausgearbeitet wird. Europas Herausforderungen sollen gemeinsam angegangen werden, so das Credo aus Prag. Gemeinsam die Probleme angehen. Lubomir Galik hofft, dass es auch für seine Probleme eine Lösung gibt. Und wir schalten zu unserem Korrespondenten Markus Preis nach Prag. Die Regierungsspitzen aus fast ganz Europa sind zusammengekommen. War es denn ein Erfolg? Ja, ob es ein Erfolg war, das werden die Delegationen für sich jetzt auf der Heimfahrt überlegen. Aber auf jeden Fall war es eine Überraschung, dass wirklich über 40 Regierungschefs gekommen sind. Das sah ja vor ein paar Wochen noch gar nicht danach aus, weil man sich gefragt hat, warum denn jetzt noch mal so eine Runde von Gipfeln? Haben wir eigentlich schon genug in Europa? Aber offenbar war es nicht sinnlos, sagen wir es mal so. Denn wie wir hören, wird es ein nächstes Treffen geben, und zwar in der Republik Moldau. Was sind denn die Themen, die Interessen dieser neuen Europäischen Politischen Union?
Naja, wenn man zum Beispiel auf die EU guckt, die zeigt natürlich mit diesem Treffen, dass sie in der Lage ist, innerhalb von weniger Wochen geografisch sozusagen die ganze EU außer Russland und Belarus zusammenzubringen und da geeint aufzutreten. Dann gibt es andere Länder, wie zum Beispiel, da zähle ich auch mal den Erfinder dieses Formats, nämlich Frankreichs Präsident Macron dazu, die einfach sagen, für Erweiterung, da ist die EU jetzt im Prinzip nicht reif. Wir können nicht diese Westbalkanstaaten aufnehmen, wir können auch nicht die Ukraine aufnehmen. Aber mit diesem Format, da bieten wir ihnen doch quasi eine Art Warteraum an. Also das ist ein Interesse. Oder wir gucken nach Großbritannien. Das ist ein Land, das in den letzten Monaten und Jahren möglichst wenig mit der EU zu tun haben wollte, aber sich natürlich als ein wichtiges Land in Europa begreift. Und dem wird jetzt hier auch eine Bühne gebaut sozusagen. Großbritannien, so hören wir, zählt auch zu den Ländern, die gerne das nächste Treffen mit ausrichten würden oder eins der nächsten. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs bleiben ja in Prag und treffen sich morgen zu einem EU-Gipfel. Dabei geht es vor allem um Energie. Wird sich Kanzler Scholz jetzt viel Kritik für die deutschen 200 Milliarden Hilfen anhören müssen? Ja, wir haben es im Beitrag gesehen, er hat sich ja schon mal prophylaktisch verteidigt. Vorhin war der polnische Regierungschef hier, der hat gesagt, jedes Land muss irgendwas machen, aber das, was Deutschland macht, das verzerrt den Wettbewerb. Aber so langsam kommen auch die Stimmen, die Deutschland ein bisschen verteidigen. Zum Beispiel der niederländische Regierungschef, der hat gesagt, das nutzt auch anderen Ländern, wenn die deutsche Industrie gestützt wird, weil eben die deutsche Industrie eben auch Zulieferer aus anderen Ländern hat. Also das ist etwas Gutes. Und er hat darauf verwiesen, dass eben andere Länder auch schon seit einigen Monaten zum Teil große Subventionspakete in Kraft haben. Aber was will die EU gegen drohende Energieknappheit und die explodierenden Preise tun? Naja, das ist wirklich eine sehr ernste Sorge. Wir haben vorhin hier, genau an der Stelle, wo ich jetzt stehe, mit dem belgischen Regierungschef gesprochen. Er hat gesagt, so richtig spürt man das ja noch gar nicht. Das, was wir im Beitrag gesehen haben, dass Firmen schließen müssen, weil die Energie nicht mehr bezahlen können oder weil auch einfach gar keine mehr da ist, das werde in der kommenden Zeit wahrscheinlich noch viel häufiger passieren. Und dann stünden hunderte, tausende Menschen auf der Straße und das müsse verhindert werden. Wie kann man das machen? Dazu gibt es jede Menge sehr detaillierte technische Vorschläge. Aber wenn man das mal vereinfacht zusammenfassen will, gibt es im Prinzip zwei Denkschulen. Die eine ist, wir kommen da nicht drum herum, wir müssen es bezahlen, also Schulden aufnehmen, Subventionen ausgeben und es auf diesem Weg probieren, vielleicht sogar mit einem großen europäischen Topf. Und der andere Ansatz ist eben zu sagen, es ist auch riskant, aber wir wollen in den Markt eingreifen. Wir werden den Erzeugerländern, den Lieferanten von Öl und Gas einen bestimmten Preis nur noch als Höchstpreis zahlen und man hofft dann darauf, dass das funktioniert und dass man das mit 450 Millionen Verbrauchern irgendwie durchgedrückt kriegt. Markus Preis, vielen Dank nach Prag. Gerne. Trotz der drängenden Energiedebatte ist die EU auch an anderer Stelle gefordert. Wie umgehen mit denen, die in Europa Schutz vor Krieg oder Konflikten suchen? Aus Afrika, dem Nahen Osten, Afghanistan. Heute ertranken bei zwei Bootsunglücken in der Ägäis mindestens 22 Flüchtlinge. Und seit dem Kriegsausbruch wurden knapp 1 Million Menschen aus der Ukraine allein in Deutschland registriert. Viele Städte und Kommunen wissen kaum noch, wie sie die Hilfesuchenden unterbringen sollen. Wenn dann Turnhallen für Geflüchtete leergeräumt werden, führt das zu Diskussionen mit denen, die weichen müssen. Michael Hertle. Training der Bodensee Pirates in Friedrichshafen. Noch dürfen sie die Berufsschulhalle nutzen, doch Ende des Monats müssen sie raus. Ukrainische Flüchtlinge werden hier untergebracht. Auch normaler Sportunterricht kann dann nur noch im Freien stattfinden. Basketballer und Sportlehrer haben zwar Verständnis für die Lage der Geflüchteten, trotzdem sind sie sauer. Wir haben also überhaupt null Unterstützung von der Stadt oder vom Landkreis. Wir haben kein Angebot für eine Alternative. Man kann auf dem Schulhof Sport machen, aber das ist ja nicht vergleichbar mit einem Sportunterricht, den man in der Halle machen kann. Singen, Friedrichshafen, auch in Baden-Württemberg werden überall gerade Sporthallen für Flüchtlinge bereitgemacht. In Ludwigsburg zum Beispiel kommen täglich 150 bis 200 Flüchtende an. Alle kommen sie aus der Ukraine. In Stuttgart ist die Schleierhalle seit Monaten belegt. Spätestens zum Jahresende, sagen Kommunalpolitiker, gibt es keine Quartiere mehr. Wenn mal alle Turnhallen belegt sind und wenn dann möglicherweise noch Zelte aufgebaut wurden und Container wieder angemietet oder erworben wurden, dann sind die Kapazitäten erschöpft. Und das ist das, was uns Sorge macht und weshalb wir uns auch tatsächlich verstärkt auch von Seiten der Kommunen an die Bundespolitik wenden. Doch nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs flüchten Menschen in die EU. Kythira in Griechenland heute Morgen. Hier ist ein Boot mit Geflüchteten auf den Felsen zerschellt. Noch in der Nacht retten Helfer Menschen aus dem Wasser.
Währenddessen kentert vor der griechischen Insel Lesbos ein weiteres Flüchtlingsboot. Mindestens 18 Menschen ertrinken. Auch auf der Balkanroute sehen deutsche Behörden mehr Flüchtende. Bayern hat die Kontrollen entlang der tschechischen und der österreichischen Grenze verschärft, inklusive Schleierfahndung. Angesichts dessen, dass auch die Nachbarländer berichten, dass immer wieder Streuserbanden aufgegriffen werden, dass hier auch kriminelles Geschehen zu beobachten ist, ist es absolut richtig und wichtig, dass wir mit dieser Schleierfahndung gerade nach Schleusern stärker Ausschau halten. Und die Innenministerin schreibt aus der Corona-Quarantäne: Wir sind gemeinsam in der Verantwortung, illegale Einreisen zu stoppen, damit wir weiter den Menschen helfen können, die dringend unsere Unterstützung brauchen. Europa wird sich, sagt der Migrationsexperte Gerald Knaus, wohl auf einen Flüchtlingswinter einstellen müssen, wie es ihn noch nie gab. Doch die Flüchtenden auf der Balkanroute spielten dabei keine Rolle. Kontrollen dort seien Aktionismus. Denn noch sehr viel mehr Menschen würden aus der Ukraine flüchten, wenn Russland seinen Angriffskrieg noch verschärft. Wenn Sie die gesamte Zahl der Menschen zusammenzählen, die in diesem Jahr, in den ersten 9 Monaten, irregulär über das Mittelmeer nach in die Europäische Union irregulär gekommen sind, von Spanien bis Griechenland, dann sind das so viele, wie im März an einem Tag aus der Ukraine nach Polen kamen. Diese Menschen unterzubringen, fordere europaweite Solidarität, die auch von den Basketballern der Bodensee Pirates verlangt wird. Sie werden in diesem Winter wohl kaum in ihrer angestammten Halle trainieren können. Die europäische Flüchtlingspolitik und wie sie besser werden könnte, die Meinung von Sircan Govetharica, bis vor kurzem Korrespondent im ARD-Studio Südosteuropa. Wir haben eine erstaunliche Routine entwickelt. Die Routine, mit der wir die Toten zählen. Heute mal wieder. Etliche Menschen ertrinken vor Griechenland oder werden vermisst. Die Nachricht nur einer Nacht. Es werden sicher nicht die letzten Toten sein und wir werden weiterzählen. Ich frage mich, ist das wirklich alles, was der Europäischen Union einfällt, wenn es um Migration geht? Wie wäre es stattdessen mit einer Migrationspolitik, bei der Menschen nicht massenhaft sterben müssen? Ist das zu viel verlangt oder gar naiv? Ich finde nein, im Gegenteil. Ich erwarte von einer Staatengemeinschaft wie der Europäischen Union, in der so viele kluge Köpfe zu finden sind, bessere Ideen. Einige liegen schon auf dem Tisch. Es könnte eine legale Tür geben, zum Beispiel durch Arbeitsvisa von einzelnen Mitgliedstaaten. Oder die Möglichkeit einer gleichermaßen legalen wie sicheren Einreise nach festgelegten Kriterien, nennt sich Resettlement wie in den USA und Kanada. Hier dürfen sich gerne die besten Ideen durchsetzen. Denn eines ist sicher, die Menschen werden weiter zu uns kommen. Dass sie dabei sterben müssen, ist kein Naturgesetz und sicher keine akzeptable Routine. Darüber entscheiden unsere politischen Vertreter, also letztlich wir alle. Die Meinung von Sircan Govetharica. Und auch wenn die EU zusammenrückt und den Schulterschluss mit den Nachbarn wie der Ukraine sucht, geht dort der Krieg weiter. Während die Ukraine versucht, zunächst Teile der von Russland annektierten Gebiete zurückzuerobern und dabei heute bei Cherson Erfolge vermeldet, will der russische Präsident Fakten schaffen und lässt angreifen. In der Stadt Saporischschja im Südosten des Landes schlugen heute russische Raketen ein. Und wegen des Atomkraftwerks, das sich in der Nähe befindet, wächst die Sorge um die Sicherheit. Auch weil Putin es gestern unter russische Verwaltung gestellt hat. Wassili Golot. Rafael Grossi trifft den ukrainischen Präsidenten. Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur will eine Nuklearkatastrophe im Süden der Ukraine verhindern. In der Region Saporischschja befindet sich das größte Atomkraftwerk Europas. Seit März wird es von russischen Truppen besetzt. Trotz Warnungen gerät es immer wieder unter Beschuss. Gestern hatte Russlands Präsident Putin das Kernkraftwerk rechtswidrig zu russischem Eigentum erklärt. Grossi verurteilt das und findet erneut mahnende Worte. Wir werden unsere Linie nicht ändern. Wir sagen weiter klar, was zu tun ist. Und das ist, einen nuklearen Störfall am Kraftwerk zu verhindern. Das ist immer noch eine sehr, sehr wahrscheinliche Option. Parallel dazu setzt Russland seine Angriffe in der Ukraine fort. Die Stadt Saporischschja wurde heute von Raketen getroffen. Sie seien am frühen Morgen mitten im Zentrum eingeschlagen, melden ukrainische Behörden.
Einsatzkräfte versuchen, die Bewohner eines zerstörten Wohnhauses aus den Trümmern zu befreien. Zuerst habe ich nicht verstanden, was passiert. Ich habe rechtzeitig eine Decke über mich gezogen. Dann haben mich die Fenstersplitter getroffen. Ich habe nichts verstanden, als wäre ich mitten im Nebel. Warum tun sie uns das an? Was wollen sie beweisen? Nach ukrainischen Angaben wurden mindestens 7 Menschen durch die russischen Angriffe getötet. Am späten Vormittag setzt sich der Raketenbeschuss auf Saporischschja fort. Als die Menschen in Saporischschja nach dem ersten Einschlag gerade zurückkamen, um die Trümmer zu beseitigen, hat Russland einen zweiten Raketenangriff gestartet. Eine Gemeinheit, ein Übel. Es gab schon tausende Belege für dieses Übel. Leider könnten noch tausende folgen. Ende Februar hatte die russische Armee vergeblich versucht, über diesen Flughafen die ukrainische Hauptstadt einzunehmen. Das lässt sich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag vor Ort schildern. Bei ihrem Besuch will Strack-Zimmermann in Erfahrung bringen, wie Deutschland der Ukraine weiter helfen kann. Durch den Ringtausch sind sehr viele Panzer hier angekommen, aus sowjetischem Bestand. Aber das ist noch etwas anderes, ob hier ein Marder und Leopard steht, weil die Kampfeskraft ist stärker, die Technik ist stärker. Und wir müssen die Soldaten hier unterstützen, auch durch diesen langen Winter zu kommen. Im Süden sind die ukrainischen Truppen weiter auf dem Vormarsch. Auch heute melden ukrainische Behörden die Befreiung weiterer Ortschaften. Wie sollte die Ukraine militärisch unterstützt werden? Dieser Frage ist der ARD-Deutschland-Trend nachgegangen. Ellen Ini in Köln. Wie denken die Bürgerinnen und Bürger darüber? Also im aktuellen Deutschland-Trend stellen wir fest, dass sie mit mehr und mehr Sorge auf die politische und wirtschaftliche Lage hier bei uns im Land gucken. Das mal vorweg. Ganz konkret aber macht sich eine Mehrheit Sorge, dass unser Land, Deutschland, direkt in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte. 56% sagen, dass sie da sehr große oder große Sorgen haben. Eine Minderheit von 43% macht sich weniger oder gar keine Sorgen. Aber diese Sorge ist mehrheitlich vorhanden und die muss man im Hinterkopf haben, wenn man jetzt auf die Haltung der Deutschen zur militärischen Unterstützung der Ukraine blickt. Da hatten wir schon mehrfach abgefragt, ob man mit Blick auf die militärische Unterstützung der Ukraine eher Entschlossenheit und Härte gegenüber Russland zeigen sollte oder Zurückhaltung, um Russland nicht zu provozieren. Gucken wir auf diesen Zeitverlauf. Ende April haben 52% sich für Entschlossenheit und Härte ausgesprochen, also eine knappe Mehrheit. Dann nähern sich die Kurven an und jetzt letztendlich im Oktober haben sich die Kurven gekreuzt und wir haben eine relative Mehrheit von 47%, die sagt, sie wünscht sich Zurückhaltung gegenüber Russland, um das Land nicht zu provozieren. Und das ist jedenfalls ein bemerkenswerter Wert, wenn man weiß, wie oft Bundeskanzler Olaf Scholz für seine vermeintlich zögerliche Haltung im Ukraine-Krieg kritisiert worden ist. Der Krieg gegen die Ukraine ist ja eine zentrale Herausforderung der Bundesregierung. Wie aber ist der Blick der Deutschen auf die Arbeit der Ampelkoalition insgesamt? Also wir haben in diesem Monat mehrere Politikbereiche abgefragt, unter anderem die Haltung im Ukraine-Krieg. Da gibt es mehrheitlich Unzufriedenheit bei den Deutschen, aber auch die Frage der Entlastung von Unternehmen oder Bürgern aufgrund der hohen Preise, die Frage der Energieversorgung, der Sicherheit unserer Energie. In all diesen Feldern kriegt die Bundesregierung sehr schlechte Noten aktuell. Und das führt zu einem Gesamturteil, einer Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, die den schlechtesten Wert abbildet in dieser Legislaturperiode seit Dezember 21, als die Regierung die Arbeit aufgenommen hat. Und das spiegelt sich auch in der Sonntagsfrage wieder. Wenn jetzt schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD auf 17%, unverändert im Vergleich zum Vormonat. Die Union kann sich um einen Punkt verbessern, kommt auf 28%. Die Grünen verschlechtern sich um 3 Punkte, landen bei 19%. FDP büßt einen Punkt ein, ist bei 7%. Die AfD verbessert sich um 2 Punkte, kommt auf 15%. Ihr bestes Ergebnis in der Sonntagsfrage bei uns seit Dezember 2019. Und die Linkspartei ist stabil bei 5%. An dieser Sonntagsfrage sehen wir, dass sich die allgemeine Verunsicherung im Land eben tatsächlich auch in diesen aktuellen politischen Zahlen niederschlägt. Mit Blick auf Demonstrationen, vor allem in Ostdeutschland, kann dieser Tage der Eindruck entstehen, als gäbe es neben Kritik an der Regierungspolitik ja auch solche am politischen System insgesamt. Welche Erkenntnisse habt ihr dazu im Deutschland-Trend gewonnen?
Also das politische System, Demokratie an sich, das wird immer noch von einer deutlichen Mehrheit für gut befunden. 9 von 10, also eine deutliche Zustimmung. Da hat sich nicht viel daran geändert. Aber wir fragen auch regelmäßig, wie die Menschen mit dem konkreten Funktionieren der Demokratie zufrieden sind. Und da haben wir durchaus andere Werte als noch vor 2 Jahren. Aktuell sagen 51% alles in allem sind sie zufrieden mit der Demokratie, wie sie bei uns im Land funktioniert. 47% nicht zufrieden, also durchaus gespaltene Werte. Gucken wir jetzt aber mal auf die West-Ost-Verteilung. Im Westen überwiegt die Zufriedenheit mit 54%, im Osten mit 63%, fast 2/3 die Unzufriedenheit mit der Demokratie, wie sie hier bei uns im Land funktioniert. Das ist eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zu vor 2 Jahren. Wir wollten auch von den Menschen wissen, mit einer offenen Frage, welche Gefahren aus ihrer Sicht im Moment für unser demokratisches System hier in Deutschland lauern. Und ich zeige Ihnen mal die 5 Themen, die an dieser Stelle am meisten genannt worden sind. Die Preisentwicklung, Inflation nennen 5% der Befragten. Die Radikalisierung der Gesellschaft allgemein 6%. Die in Anführungszeichen abgehobene Politik 11%. Soziale Ungleichheit und Armut auch von 11% genannt, aber mit 20% der Nennungen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus als größte Gefahr für unsere Demokratie aktuell. Das ist tatsächlich ein beachtlicher Wert. Jeder 5. hat das in einer offenen Frage angegeben. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschlandtrend wie immer im Netz unter tagesschau.de. Danke, Ellen, nach Köln. Danke, Aline. Und jetzt zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Konstantin. Und die beginnen mit unserem Gasverbrauch. Trotz der knappen Energielage haben Haushalte und kleinere Gewerbe in der vergangenen Woche deutlich mehr Gas verbraucht. Der Wert lag etwa 10% über dem Vergleichsniveau der Vorjahre, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Behördenchef Müller warnte, es müsste mindestens 20% gespart werden, um eine Gasnotlage im Winter zu vermeiden. Marktbeobachter führen den höheren Verbrauch auf den vergleichsweise kühlen September zurück. Wegen der globalen Lieferkettenprobleme haben sehr viele deutsche Unternehmen ihre Beschaffungsstrategie geändert. Das geht aus einer Umfrage des IFO-Instituts unter 4000 Industriebetrieben hervor. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Der Krieg und die Pandemie haben über Jahre gewachsene Geschäftsbeziehungen verändert und zuweilen beendet. In nur 7 Monaten haben deutsche Unternehmen teilweise radikal umgesteuert, ihre Abhängigkeiten, damit auch ihre Risiken verringert. Am aktivsten waren dabei die Industrieunternehmen. Fast 9 von 10 haben ihre Lieferketten angepasst. 68% der Unternehmen haben Lagerbestände aufgestockt. 66% setzen nun auf eine größere Zahl an Lieferanten. Die Hälfte hat sich mehr Transparenz verschafft, weiß noch genauer, wer was wann wie liefern kann. Große finanzkräftige Konzerne weiten vor allem ihr Lieferantennetz aus, während kleine und mittlere Unternehmen eher auf größere Vorräte setzen. Wegen des Streiks der Eurowings-Piloten sind bundesweit hunderte Flüge ausgefallen. Jede 2. Verbindung der Lufthansa-Tochter musste gestrichen werden. Wie hier in Köln-Bonn wurden 61 der geplanten 90 Verbindungen storniert. Am größten Eurowings-Standort Düsseldorf wurden 118 Flüge abgesagt. Gestreikt werden soll bis Mitternacht, allerdings kann es auch morgen noch zu Verspätungen oder Ausfällen kommen. In Hannover ermittelt nach einem mutmaßlichen Steinwurf auf eine Synagoge nun der polizeiliche Staatsschutz. Gestern wurde während des Gottesdienstes zum höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur ein Fenster zerstört. Etwa 150 Gläubige waren anwesend, verletzt wurde niemand. Laut Polizei könne eine antisemitische Straftat nicht ausgeschlossen werden. Geprüft werde auch, ob die Scheibe ohne menschliches Zutun zu Bruch ging. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sprach von einem entsetzlichen Angriff. In den USA hat Präsident Biden einen Vorstoß zur Entkriminalisierung von Marihuana unternommen. Per Erlass will er tausende Amerikaner begnadigen, die nach Bundesrecht wegen des einfachen Besitzes des Rauschmittels verurteilt wurden. Zugleich forderte er die Gouverneure der Bundesstaaten dazu auf, für Verurteilte auf ihrer Ebene gleiche Schritte einzuleiten. Zur Begründung sagte Biden, niemand solle wegen Marihuana-Besitzes ins Gefängnis. Zudem erschwere eine entsprechende Vorstrafe Menschen den Zugang zu Jobs, einer Wohnung oder Bildung.
Bei einem Angriff auf eine Kindertagesstätte im Norden Thailands sind mindestens 36 Menschen getötet worden, darunter 23 Kinder. Nach Polizeiangaben stürmte ein 34-jähriger Mann die Kita und schoss dort um sich. Viele Kinder sollen in einem Schlafsaal angegriffen worden sein. Nach seiner Flucht tötete der mutmaßliche Täter seine Familie und sich selbst. Es soll sich um einen ehemaligen Polizisten handeln, der kürzlich wegen Drogenmissbrauchs entlassen worden war. Auf dem Deutschen Pflegetag, der heute in Berlin begonnen hat, wurden die Probleme der Branche klar angesprochen. Zu wenig Geld, zu wenig Anerkennung und es fiel ein Satz, der das ganze Dilemma verdeutlicht. Wir sind kein Assistenzberuf. Was den Job wirklich ausmachen kann, das zeigte schon der DDR-Film Schwester Agnes aus den 70er Jahren. Eine Gemeindeschwester, wie es damals hieß, versorgt auf ihrer Schwalbe die Patienten nicht nur mit Tabletten, sondern hat ein offenes Ohr für private Probleme und hilft gegen verbohrte Funktionäre. Schwester Agnes lebt heute wieder als Pflegeprojekt südlich von Berlin. Jacqueline Pivon war für uns mittendrin unterwegs im brandenburgischen Eichwalde und hat erfahren, was Kümmern alles bedeuten kann. Die blaue Schwalbe erkennt man schon von Weitem. Antje Schulz ist auf dem Weg zu ihren ersten Klienten. Mit der Elektroschwalbe fährt sie zu Rentnern, die Hilfe brauchen. Wir gehen zu einer Familie, die ich schon kenne. Da war ich schon ein, zwei Mal wegen dem Mann. Heute möchte ich mit der Frau sprechen, weil wir da noch einen Pflegegradantrag stellen wollen. Und weil sie mir beim letzten Gespräch ein paar Fragen mitgegeben haben, da habe ich mich jetzt schlau gemacht und würde gern mit denen besprechen, was bei rausgekommen ist. Antje Schulz ist studierte Sozialpädagogin und fährt regelmäßig zu Senioren nach Hause. Das Ehepaar Schädel wartet schon auf sie. Sie brauchen oft auch bei ganz alltäglichen Problemen Hilfe. Noch was? Nee, dann haben wir das. Brauche ich auch. Wollen ja was machen heute. Bitte eintreten. Jawohl. Heute befürchtet das Ehepaar Schwierigkeiten mit ihren Rauchmeldern. Frau Schädel, Sie hatten mir erzählt, die Feuermelder. Sie haben ja drüben im Wohnbereich, die so weit oben hängen, dass sie nicht rankommen. Ne? Und das war ja, die Frage ist ja tatsächlich, was ist, wenn die mal losgehen? Ne? Sie können nicht auf die Leiter klettern. Antje Schulz hat sich für das Ehepaar im Internet nach den Vorschriften erkundigt und mit der Feuerwehr telefoniert. Klaus und Gisela Schädel sind beide 84 Jahre alt. Für sie sind solche Dinge inzwischen eine große Herausforderung. Die Digitalisierung, da haben wir keinerlei Ausbildung, sodass wir eben einfach als alte Menschen sehr, sehr unsicher geworden sind, was offizielle Dinge angeht. Und wir haben keine Kinder. Wir haben zwar gesammelt, Mappen und gelesen und so, und trotzdem bleibt eine Unsicherheit. Und aus diesem Grunde ist es eben ganz, ganz gut, dass so eine Stelle eingerichtet wurde. Das hilft uns enorm, wirklich enorm, weil man eben die Unsicherheit verliert. Antje Schulz wird das Ehepaar dabei unterstützen, zusammen mit dem Vermieter eine Lösung in Sachen Feuermelder zu finden. Jetzt haben wir ja schon geschnackt, jetzt wollen wir noch nicht vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Das war ja der Antrag. Ne? Wir hatten uns ja schon vorher darüber unterhalten, welche Leistungsform es geht. Antje Schulz hilft auch beim Ausfüllen des Pflegeantrages. Die Amtssprache auf den Formularen kann sie gut übersetzen. Eine große Hilfe für das Ehepaar. Und dann geht es mit der Schwalbe weiter zum nächsten Termin. Dienstbesprechung im Rathaus. Seit Anfang des Jahres gibt es das Projekt jetzt. Inzwischen betreuen sie gut 160 Seniorinnen und Senioren in 4 Gemeinden. Ziel ist es, den Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause zu wohnen. Dieser schleichende Prozess, das wird uns, wenn wir alle älter werden, uns auch noch passieren. Deswegen bin ich heilfroh, dass wir dieses Projekt haben, um auch einfach dafür sensibilisieren zu können, wie schwer es auch ist, zu merken oder sich einzugestehen, ich brauche Hilfe. Und genau dann kommen wir und sagen, ja, es gibt Hilfe, da gibt es Hilfe, die Hilfe gibt es. Und die andere Hilfe brauchst du vielleicht noch gar nicht. Auch Manuela Pelny ist Teil des Teams. Sie war jahrelang Krankenschwester und macht sich jetzt auf den Weg zur Bürgersprechstunde. Die gibt es 3-mal pro Woche. Na, wie geht's? Gut, danke. Ja, also läuft alles gut zu Hause mit meinem Papa gerade. Christine Naumann hat pflegebedürftige Eltern und sucht heute Rat. Manuela Pelny kennt die Familie schon von Hausbesuchen. Was Frau Pelny eben kann, was diese Pflegedienste vielleicht einfach aufgrund der Zeitnot nicht leisten können, ist einen Rundumblick, einen umfassenden Blick und auch eine Beratung aus allen Richtungen. Und das ist hilfreich und es hat vor allem auch eine andere Herkunft. Es kommt nicht so von oben, sondern es ist wie so eine Hand, die man
greifen kann, die man nutzen kann. Ja. Und das kam bei meinen Eltern zum Beispiel auch ganz anders an als jegliche Gespräche mit Pflegediensten. Sich Zeit zu nehmen, zum Reden und Zuhören, darum geht es. Zeit, die Ärzte oder der Pflegedienst ganz oft nicht mehr haben. Die Schwalbe ist dabei vor allem ein Türöffner, um mit dem Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Französin Annie Ernaux, die in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur erhält, hat in Deutschland eine späte Karriere hingelegt. Umfassend übersetzt wird ihr Werk erst seit 5 Jahren. Dabei schreibt die heute 82-Jährige seit 5 Jahrzehnten Bücher, in denen offenbart sie schonungslos ihr eigenes Leben, etwa als Frau in einer männlich dominierten Welt. Und Annie Ernaux schreibt über die soziale Scham einer Bildungsaufsteigerin, die sie ist. Die Schwedische Akademie lobte heute ihren Mut und die Präzision ihres Schreibens. Friederike Hofmann. Den Anruf des Nobelkomitees hat Annie Ernaux heute einfach verpasst. Die Schriftstellerin hat stattdessen in ihrem Haus in der Nähe von Paris konzentriert gearbeitet. Ich habe es durchs Radio erfahren. Sie hatte gar nicht mit dem Nobelpreis gerechnet, kann es immer noch nicht ganz fassen. Ich bin sehr glücklich und stolz. Ernaux, Autorin von mehr als 20 Büchern, ist die erste Französin, die die Auszeichnung erhält. Für ihren Mut, ihre Scharfsinnigkeit, ihre klare Sprache. Geboren 1940, seziert sie die Gesellschaft und ihre Ungerechtigkeiten durch den Blick auf ihr eigenes Leben. Sie, aufgewachsen in einem kleinen Ort in der Normandie, stammt aus einfachen Verhältnissen. Die Politik, die Welt im Allgemeinen. Die Menschen über uns führten dazu, dass wir uns zu nichts fähig fühlten, auch nicht zum Schreiben. Erst mit über 30 fängt sie damit an. Nüchtern, dokumentarisch. Über soziale Gerechtigkeit, ihre Herkunft, Emanzipation. Über Abtreibung oder sexuelle Gewalt. Persönlich und politisch zugleich. Die Pariser Buchhändlerin Christine Villeneuve hat nach der Verkündung des Nobelpreises ihre feministische Buchhandlung Librairie des Femmes umdekoriert. Sie hatte mit Ernaux ein Hörbuchprojekt realisiert. Sie ist eine Frau, die aus einem einfachen Arbeiterumfeld stammt und steht dazu. Sie erklärt sehr gut, wie sie sich daraus befreit hat. Ernauds berühmtestes Werk, Les Années, die Jahre, über das Leben in der französischen Nachkriegsgesellschaft, war in der Buchhandlung heute direkt ausverkauft. Buchhändlerin Villeneuve beobachtet, dass die Schriftstellerin immer größere Leserkreise anspricht, nicht nur in Frankreich. Ihr Werk ist so interessant, weil sie sehr autobiografisch schreibt, verwurzelt im Leben einer Frau. Ihr Schreiben ist sehr persönlich, sehr subjektiv. Bei ihrer Pressekonferenz heute sagte Ernaux, dass der Preis nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Verantwortung sei. Sie will weiterschreiben und ihren Kampf gegen Ungerechtigkeiten weiterführen. Dann fragen wir Donald, ob es zum Wochenende hin Lesewetter gibt. Ja, Aline, also es gibt so ein bisschen kleinen Einbruch am Samstag, ein bisschen Regen, ansonsten aber schon wieder Bilderbuchwetter, goldenes Oktoberwetter. Wir schauen mal auf in die Wetterkarte. Wir sehen ein Hoch, das abzieht, dann eine Hochdruckbrücke zum nächsten Hoch. Das wird dann am Sonntag auch schon wieder bei uns sein. Dazwischen gibt es dann mal von Norden her ein paar Schauer und auch dieses Tief, dieses winzige Tief kommt ein bisschen nach Norden voran. Wir schauen mal auf den Verlauf der Wolken und da sehen wir, dass es in der Nacht eigentlich gar keine Wolken gibt im Norden. Sternklarer Himmel von Hessen vor allem bis in den Süden werden sich aber Nebelfelder ausbreiten und die werden wahrscheinlich morgen auch im Tagesverlauf eine ganze Weile brauchen, vor allem entlang der Donau, bis sie sich auflösen. Für die meisten aber sonnig. Später lockere Wolkenfelder, die von Südwesten kommen, sich ausbreiten. Das sind aber meist Schleierwolken. Und zum Abend ab 20 Uhr ungefähr auf Sylt der erste Regen der neuen Kaltfront. Jetzt schauen wir auf die Temperaturen morgen früh. In der Mitte zum Teil, vor allem in den Hochtälern, kann es auf 0 Grad oder so knapp darunter dann schon mal abkühlen. Am wärmsten bleibt es auf Helgoland und auf Sylt mit 12 Grad. Auch im Süden eher noch lau. Die höchsten Temperaturen morgen dann wieder deutlich über dem für Oktober normalen Niveau. 16 Grad an den Küsten, für die meisten gibt es 18 bis sogar 22 Grad am Oberrhein.
Schauen wir auf die kommenden Tage. Am Samstag dann vorübergehend im Süden längere Zeit Regen, direkt am Alpenrand. Ansonsten Schauer, im Norden einzelne Gewitter. Von Westen her wird es dann aber wieder freundlicher. Dann kommt das nächste Hochdruckgebiet. Das sorgt dann in der Nacht zum Sonntag für Wolkenauflösung. Die Nacht wird frisch. Aber wenn die Nebelfelder sich aufgelöst haben am Sonntag, vor allem im Süden, wird es dann für alle wieder sehr sonnig und für die Jahreszeit zu warm weiterhin. Na, dann kann man ja auch draußen lesen. Vielen Dank, kann Donald. Man. Und das waren die Tagesthemen. Hier macht gleich Dieter Nuhr mit Comedy und Satire weiter. Ja, und das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt, das meldet sich dann um 0.35 Uhr. Und wir sehen uns morgen schon in der Fußballhalbzeit um 21.20 Uhr. Bis dahin. Tschüss.